Lars, befreundeten mit der Frau Haaf und Katie Sulesch. Good afternoon, Om Shanti and Namaste. Guten Abend, Om Shanti und Namaste. It is really good attack, I must say it, when I see all my brothers and sisters, representatives of all different religions, with sparkling face, with bright eyes, with very cheerful feelings, being together. Für mich ist es wirklich ein sehr guter Tag, wenn ich all meine Brüder und Schwestern sehe, mit strahlenden Gesichtern, mit strahlenden Augen. It is really, what I see is, as my brother from Baha'i faith said, what is religion? What I understood, as much as I understand, it's a pearl and kettle. And each individual one is threaded in the thread of love. Love for the one, the creator, the supreme being, the supreme soul, the mother and father of all of us. Also ich sehe auch jetzt hier all die Anwesenden, dass in, so wie mein Bruder von der Baha'i-Religion das geäußert hat, dass alle wirklich Liebe für diesen einen haben, für Gott, für die höchste Seele, für das allerhöchste Wesen. Okay. If the thread, of course, each pearl is very important, threaded in the thread. So thread is the important aspect. Also natürlich ist jede Perle wichtig, ja, aber es ist auch dieser Faden, der die Perlen zusammenbringt, ist wichtig. And what is actually religion? Brahma Kumari's spiritual university is like it's religion and yet it's education. Also was ist wirklich Religion? Brahma Kumaris ist eine Religion, aber es ist auch eine Erziehung. As it was said, my brother said here, we want to teach others, children, but we need to practice it. Also natürlich ist es so, dass wir unsere Kinder lernen möchten, aber wir, die Erwachsenen, wir müssen das praktizieren. And so all of us are students. And who is our teacher? The Supreme Being, the Supreme Soul. Also natürlich, und da sind wir alle Studenten, und wer ist unser Lehrer? Das höchste Wesen, die höchste Seele. And so in this spiritual university, what we study is once again being connected with the Supreme Soul, the seed of the human world. Und was wir praktizieren, ist, dass die Seele wieder einmal mit dem Samen des Menschenweltbaums, mit dem Samen, mit der höchsten Seele verbunden sind. Here you will see, and this picture is there, which has been shown in this exhibition. The human world is a tree of different religions. Also Sie können an unserem Stand, können Sie diesen Weltenbaum sehen,
die Menschheit ist wie ein Baum mit verschiedenen Religionen. And so these different religions are the different branches of the same tree. Und diese verschiedenen Religionen sind die verschiedenen Äste von dem gleichen Baum. And so if we are not connected with the trunk and the tree, can we exist and bear the fruits of peace, love, purity, happiness and wisdom? Und wenn wir zu diesem Baum verbunden sind, mit dem Stamm und mit den Samen, können wir dann die Früchte nehmen von Frieden, von Liebe? All these different religions have emphasized peace, love, discipline. Also all diese verschiedenen Religionen haben das auch unterstrichen, ja, Frieden, Liebe, Disziplin auch irgendwo. Non-violence. Und Gewaltlosigkeit. But because as we are not practicing, we see the picture that is true. What happens then? Then there's no faith. And that's why there's violence. Because it's a reaction against, because of not knowing the importance of our own self. Also es ist einfach nur, diese Gewalt ist einfach nur eine Reaktion, weil wir uns selbst nicht kennen. And it is just like one body, because we belong to one God. Weil wir ja alle zu einem Gott gehören, wir alle gehören zu dem einen Gott. And so what we are together? Und was sind wir zusammen? The creation of the one creation, creator. Wir sind die Schöpfung des einen Schöpfers. And so if I say, I don't like my head, and I don't like my ear, and I don't like my leg, I am making myself handicapped. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mag meine Hand nicht, oder mein Ohr nicht, oder mein Bein nicht, dann dadurch bin ich selbst gehandicapt. And so this is what, how we make ourselves handicapped. But not understanding the importance of each individual at each time, the teachings they have brought. Und wir also handicappen uns selbst, weil wir nicht die Bedeutung von jedem einzelnen Religionsgründer kennen. I don't have the time to go into the details of that, but in this religion of the trees, the tree of religions, each time Abraham brought discipline, Jesus brought love, Buddha brought non-violence. Also zum Beispiel, Abraham hat Disziplin ins Leben gerufen, Christus hat Liebe, Buddha hat Gewaltlosigkeit etabliert. Und Islam bedeutet Frieden. Und Hinduismus heißt, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander umgehen kann und jedem mit Achtung begegnen kann. What is wisdom of God? Was ist denn die Weisheit von Gott? Given by God is to recognize my own self. Also die Weisheit, die in der Gita steht, das ist einfach nur die Weisheit, mich selbst zu kennen. Recognize the beauty and importance of others. Und auch die Schönheit und die Bedeutung der anderen zu kennen. And so then when this awareness is there that I am a soul and all my brothers and sisters are my soul brothers. Und wenn dieses Bewusstsein da ist, ich bin eine Seele und alle anderen sind meine Brüder und Schwestern. So then all of us together, this image of the religions in our teachings is just like we are connected with one, like an umbrella. Und diese Lehren, die wir geben, also das ist, als würden wir sind alle verbunden mit einem und das ist wie ein Schirm. And if an umbrella, even one spoke of umbrella is broken, eine Speiche gebrochen ist. Can the umbrella function against sun and heat? Kann dann dieser Schirm schützen gegen Sonne oder gegen Regen? And so why we, not even a question of tolerance, this word tolerance comes when I deep internally not accept. Und, aber es geht nicht mal um Toleranz, weil Toleranz ist nur dann, wenn ich tief in irgendwas nicht akzeptiere. It's appreciation, accept, wherever the acceptance and appreciation is there, there is not a question of tolerance. Da wo immer, wo Akzeptanz ist und Wertschätzung ist, da geht es überhaupt nicht um Toleranz. And so this is my realization. I am a soul. I am a child of the Supreme Soul.
Then this yoga power creates the feeling of love for each other. Also und diese Erkenntnis, ich bin Seele, ich bin Kind der höchsten Seele, diese Erkenntnis erschafft Liebe unter uns. And then automatically the five qualities, I'm finishing, I'll just get this one point, that five qualities of the soul, as because of translation it takes double time, the five qualities of the soul, all of us are shining stars, living energies. Also wir alle sind diese fünf Qualitäten der Seele, wir alle sind wie ein strahlender Stern. And it's the conference of five qualities of all of us. Und das ist eine Konferenz der fünf Qualitäten von uns allen. And that is religion, going back to the real region of the eternal quality of the soul. Also, und das heißt, zurück zur inneren Religion zu gehen, der Religion des Friedens. Peace, love, purity, happiness, bliss. Also Frieden, also Wissen, Einheit, Frieden, Liebe und Glück. And when all these are together, then we are one, because God is one. All together, religion is one. And that is purity, peace, love and happiness. Also wenn wir alle das leben, dann sind wir alle eins und alle sind zusammen. And so let us open the umbrella, not only just close it with like a stick, otherwise we might hit each other. Und also sie sagt, wir sollen diesen Schirm auch aufspannen und nicht geschlossen halten, weil dann kann es sein, dass wir uns gegenseitig vielleicht sogar schlagen in diesem Schirm. Let us open it and walk under without any fear. Without any tension, without any misunderstanding. Und lassen Sie uns diesen Schirm öffnen und zusammen gehen, ohne Angst, ohne Spannung, ohne Missverständnis. Open intellect, open heart. Mit einem offenen Intellekt und mit einem offenen Herzen. Om Shanti, I am peace, you are peace, we are peace, peace in the world. Om Shanti, ich bin Frieden. Du bist Frieden, wir sind Frieden, Frieden in der Welt. Vielen Dank für diese doch sehr warmen Worte, sehr warmen Anregungen für die weitere Zusammenarbeit. Darf ich nun Herrn Hamed El-Kaushi, der Vorbild für den Islamrat. Bismillahirrahmanirrahim. Anschließend an die warmen Worte. Ich bin gerührt und beeindruckt. Ich möchte ein Wort sagen über das Thema der religiöse Erziehung aus der Sicht des Islams, aus der Sicht des Sufismus. Weniger, was ich darüber gelesen habe, sondern wie ich ihn erlebt habe. Eine der religiöse Erziehung ist für mich das lebendige Beispiel, die vielen jungen Leute, die hier sitzen, als Produkt. Eine Erziehung, als wir hierher kamen, und als kleine Kinder schon, mein Onkel Haschkebur mit dem Vorsitzenden Haschkebur, als nur zum Spiel mit Kindern sind und dort schon mit den anderen Religionen in Kontakt gekommen sind, in eine Gruppe von Gastarbeitern, deren Deutsch gebrochen war, die aber eine Botschaft im Herzen getragen haben, eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft, dass nicht die Sprache, sondern die Sprache des Herzens die entscheidende ist. Und dann will ich mal zurückkommen zur Botschaft. Was ist denn diese Botschaft? Was ist diese Botschaft vom Sufismus? Was ist diese Botschaft des Islams, mit der wir aufgewachsen sind? Es gibt im Grunde zwei Ideen oder zwei Modelle
wie man miteinander kommunizieren kann und miteinander leben kann. Das eine Modell kann man sich in Form einer Pyramide vorstellen. Es gibt eine Spitze oben, das ist ein Klerus, ein Geistlicher, eine bestimmte Religionsgruppe. Und unten ist dann die Menschheit. Und die Oberen beanspruchen die Wahrheit für sich. Wir haben die Wahrheit, ihr da unten seid die Masse, wir müssen euch die Wahrheit vermitteln. Das findet teilweise innerhalb der einzelnen Religionen statt. Und das findet aber erst recht unterhalb der verschiedenen Religionen. Jede Religionsgruppe beansprucht für sich diese Spitze zu besetzen. Und deklassiert damit gleichzeitig den Rest und sagt, ihr gehört aufgeklärt über die Wahrheit, die wir haben. Das andere Modell ist das Modell, was bereits angesprochen wurde, diese Perlenkette. Man kann sich das als Perlenkette, aber auch als Kreismodell vorstellen. Es ist eine Perle, es ist ein Kreis, in dem jede Religionsgruppe, jedes Individuum, jeder Mensch, ob Leute oder auch nicht gläubig, selbst der Atheist, seine Position in dieser Kette hat, seinen Beitrag zu leisten hat. Und wir sind immer mit dem Gedanken aufgewachsen, du hast keine Existenz ohne die Existenz des anderen, wie immer der andere auch ist. Wenn man diesen Grundsatz akzeptiert, dass der andere notwendig ist, um mich selbst zu definieren, dass ich bin nur dann ein Moslem, wenn es den anderen nicht Moslem gibt. Und umgekehrt, dann kann man dazu kommen, den anderen als Notwendigkeit zu betrachten, um sich selbst zu definieren, aber dann kann man auch dazu kommen, und nicht um mit dem anderen zu konkurrieren und nicht um mit dem anderen zu streiten, sondern dazu kommen, um mit dem anderen ein Leben zu gestalten, ein Frieden zu gestalten, indem man sich gegenseitig bereichert. Indem man sich nicht nur religiös bereichert. Und Herr Dr. Brendel hat das schon angesprochen gehabt. Je mehr man sich mit den anderen Religionen auseinandersetzt, desto mehr versteht man die Wirklichkeit über sich selbst. Desto mehr macht man sich auf die Suche nach der eigenen Wahrheit. Und je mehr man sich auf der Suche nach der eigenen Wahrheit Suche macht, desto weniger wird man auf den Gedanken kommen, den anderen zu deklassieren, den anderen anzugreifen, weil man im Grunde damit beschäftigt ist, den eigenen Frieden zu finden. Durch diese interreligiöse Erziehung findet dann ein Austausch, eine Interaktivität und keine Konkurrenz. Nur das Problem ist, dieses Modell, es wird nicht gelebt. Es wird von allen Religionsvertretern eventuell, meistens über Minderheiten angesprochen, aber in Wirklichkeit wird es nicht gelebt. Und da stellt sich dann die Frage für uns, für mich als Moslem, für mich als Sufi, warum wird es nicht gelebt? Und gibt es, für jedes Ziel muss es auch Mittel geben, gibt es ein Mittel, wo man sagen kann, mit diesem Mittel ließe sich das Leben. Wenn man sich die heutige Zeit anschaut, ist das im Grunde eine Zeit, die mehr von Emotionen, von kurzlebigen Emotionen geprägt wird und weniger von wie es der Papst angesprochen hat, von der Vernunft geleitet wird. Eine Vernunft, die einen dazu bringt, ruhig und bedächtig über die Zukunft nachzudenken, über sein Gegenüber nachzudenken, sondern wenn man sich die Reaktion nach dem 11. September, es wurde vorher angesprochen, anschaut, wie sich im Grunde die Welt verschlechtert hat, kann man verstehen, warum das passiert ist, weil aus unserer Perspektive ist es passiert, weil es einfach aufgrund von Emotionen. Die eine Emotion bringt die andere Reaktion auf sich und die andere reagiert wieder emotional und es finden sich nicht die Leute, die ihre Emotionen kontrollieren können und mit einem Verstand, mit einer Rationalität vorangehen können, um dann die Menschen wieder in den Griff zu bringen. Es wird unter Umständen auch deswegen so gehandhabt, weil die Religionen
aus meiner Perspektive immer mehr von ihrem Kern im Grunde entfernen. Die im Grunde sind das mehr Ideologien, mehr, sind immer mehr und mehr politisch, aber sie entfernen sich immer mehr von ihrem Kern, von dem, was man als Spiritualität einer Religion betrachten kann. Wenn man eine Religion ist für mich nicht einfach eine theologische Basis, sondern eine Religion ist für mich eine Kultur. Eine Religion hat einen Kern, eine Botschaft, die einen Menschen ausmachen kann, die einem Menschen einen Sinn geben kann. Wer ich genau bin, sie bringt eine Philosophie, ein Konzept eines Individuums, der sich dann von dem anderen unterscheiden kann. Und wenn man sich von diesem Kern entfernt, kommt man zu einer politischen Religion, entfernt sich immer mehr von dem wahren Kern und dann wird man immer mehr von Emotionen geleitet und weniger von einem Modell, in dem man sich gegenseitig bereichern kann, in dem man sich gegenseitig befruchten kann. Zurückkommt auf uns, Muslime in Europa, wenn man die Situation anschaut, ist die Kernfrage im Grunde, ist der Islam hier in Europa imstande dieser Gesellschaft etwas mitzuteilen? Kann er einen Beitrag für eine humanistische Zukunft, für eine friedliche Zukunft leisten? Oder, so wie man es auch oftmals von allen Seiten erlebt, ist das eher eine Behinderung, schlicht und einfach, das wird überall, das ist jetzt kein Geheimnis, oder ist es eine Behinderung für diese demokratische, humanistische Gesellschaft? Und ich kann Ihnen nicht die Antwort darauf geben, aber es ist die Kernfrage, die uns bewegt. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man zurückgeht, ich kann sagen, es ist kein. Der Islam kann einen Beitrag dazu leisten, und zwar dann, wenn diese gegenseitige Ablehnung aufhört, wenn diese Debatte, die stattfindet, nicht nur von bestimmten Minderheiten dominiert wird. Die große Mehrheit, die ist entweder neutral oder interessiert sich das Ganze nicht. Aber bestimmte Minderheiten dominieren diese Debatte, stacheln keine Debatte auf und Leidtragende sind wir letzten Endes alle. Wenn man sich allein die Gesetzgebung hier in der Bundesrepublik Deutschland anschaut, nach dem 11. September, wie viel an Bürgerrechten, die über Jahrhunderte hinweg aufgebaut wurden, innerhalb von wenigen Jahren abgebaut wurden, dann sind wir alle Leidtragende von solch einer Diskussion. Für mich, ein Ansatz ist die Rückkehr zum Kern dessen, was man als Sufismus versteht. Ein Mittel, das eine Lösung für bestehende gesellschaftliche Probleme sucht und auch bieten kann. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, stößt man auf der erste große Sufi, Hassan Yassri, in einer Zeit, in der es die große Spaltung in der islamischen Gesellschaft zwischen Schiiten und Sunniten gegeben hat, baute seine Philosophie auf das, was wir heute mehr denn je brauchen, den Dialog. Ein Dialog kann aber nur stattfinden, wenn er einen bestimmten Rahmen hat. Der Rahmen definieren wir unter folgenden vier Punkten. Zunächst einmal, ein Dialog kann nur dann stattfinden, wenn man den anderen akzeptiert, wie er ist. Wie immer auch er ist, er wird erstmal so akzeptiert. Ein Dialog findet nur statt, wenn sich keiner seiner Verantwortung entzieht. Verantwortung zum Dialog, Verantwortung für die Gesellschaft, Verantwortung für den Weltfrieden entzieht. Ein Dialog kann nur stattfinden, wenn keine Gewalt stattfindet. Ein Dialog unter Gewalt ist unmöglich. Und ein vierter Punkt ist, ein Dialog kann stattfinden, wenn eine Meinungsfreiheit steht, dass jeder seine Position äußern kann, wie immer sie ist. Und dann anschließend kann man sich dann über diese Position auseinandersetzen. Für uns ist das die Basis des Sufismus, für uns ist das die Basis, dass wir eine Botschaft mit auf den Weg bekommen, dass wir imstande sein können, sowohl unser Denken, Verstand, als auch mit
eben zwischen Umständen der Intuition und der Innenleben aufpassen kann, in einen Ausgleich bringen kann. Man wechselt eine Tradition vom rationalen Denken mit dem Verstand und einen spirituellen Teil der Meditation auf. Man wächst auf und versucht dieses Gleichgewicht, nach der man immer auf der Suche ist, ein Gleichgewicht, sowohl diesseits, jenseits, ein Gleichgewicht sowohl weltlichen als auch göttlichen Leben, aber auch ein Ausgleich in sich selbst trägt. Und wenn man mit diesem Ausgleich, gab es in der islamischen Geschichte bis zum heutigen Tage Menschen, die immer imstande waren, ein Rumi, ein Ibn Arabi, aber auch Menschen, die in großen Konfliktsituationen wie ein Amir Abdel Qader im Unabhängigkeitskrieg Algerien, ein großer Sufi mit einer Militäraktion, aber dennoch eine menschliche Komponente, eine humanistische Komponente halten konnte. Deswegen ist für mich die Botschaft an uns in erster Linie selber, nicht an die andere Religion, an uns erstmal selber, die Rückkehr zu diesem Kern des Islams, des Ausgleiches zwischen Denken im Leben. Wenn man sich dem dann allmählich annähert, wird man dann recht schnell diesen Kern auch bei dem anderen finden. Der größte deutsche Dichter, wenn man an der Oper vorbeiläuft, oben drauf steht, den schönen, guten, wahren Menschen zwischen Worte und Buchstaben. Wenn man es schafft, sein Leben zu widmen, dann kommt man zu einem Ergebnis, das ich auch wiederum von Goethe zitiere: Wer sich und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. So, dann sind wir im Programm praktisch ganz gut in der Zeit. Wir würden jetzt zu dem Teil kommen, wo es mehr oder weniger um persönliche Kontakte, um Austausch geht. Das heißt, wir werden jetzt circa eine halbe Stunde bis um 16.30 Uhr Zeit haben, das, was praktisch hier durch die einzelnen Repräsentanten der Religion mal kurz in Worte gefasst worden ist, nochmal vielleicht an Gesprächen und an den Ständen der Religion zu vertiefen, Näheres kennenzulernen, weiter zu forschen und gerade das zu leben, was praktisch hier doch durch die ganzen Religionen eben hervorgebracht worden ist, nämlich dass wir doch alle diese gemeinsame Einheit haben. Und das ist doch, glaube ich, allen Gästen eben deutlich geworden, dass wir alle voneinander gar nicht so unterschiedlich denken. Dass alle Religionen diesen Punkt, diese gemeinsame Einheit sehen und wir sollten jetzt vorangehen und das auch wirklich leben. Kurzer Hinweis, vielleicht jetzt zu der Austauschphase. Wie gesagt, die Religionsstände befinden sich dann direkt hinter Ihnen, hinter den Stuhlreihen. Die Religionsvertreter werden anwesend sein. Sie können sich auch ganz gerne hier im Foyerbereich, wenn Sie einfach durch diesen Eingang durchgehen, bei Kaffee und Kuchen auch nochmal zu gemütlichen Gesprächen an einen kleinen Gruppentisch hinsetzen. Hier nochmal ein kleiner Hinweis an die Weltethos-Ausstellung von Professor Kühn, die wir dort an der Wand installiert haben. Das ist praktisch auch eine sehr interessante Sache, eine Ausstellung, die nochmal die verschiedenen Religionen nochmal in einer kurzen Präsentation das Wichtigste sozusagen herauszieht, die Daten und die Botschaft ist. Vielleicht das nochmal anschaut. Ja, Tina. Wenn Sie da reingehen für Kaffee und Kuchen, wie er so schön gesagt hat, möchte ich mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken, der was gebracht hat. Das ist eine Zusammenstellung von allen verschiedenen religiösen Gemeinden, die was gebracht haben. Eine traditionelle Speise. Und ich kann mal erleben. Wir haben einen kleinen Hinweis noch. Vielleicht haben Sie diesen Tisch schon gesehen, der gehört wird.
praktisch auch zu dem Islamstand, den haben wir da vorhin aus lichttechnischen Gründen leider deutlich mehr in die Wand projizieren können. Das heißt, hier läuft ein kleiner Film durchgängig über eine kleine Diashow. Das heißt, diese beiden Stände sind miteinander verwandt. Und ja, vielen Dank. Freuen Sie sich auf die nächste kulturelle Darbietung, die da um 16.30 Uhr weitergehen wird, mit der Weihnachtsnachbar-Tradition. Derzeit vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung, falls noch was sein wird. Und ja.